Ich bin Klaus Wüsthof, ein Ur-Berliner. Ich bin nämlich in Berlin, Mottstraße 17 geboren. Und was wollen Sie noch wissen? An was können Sie sich als erstes erinnern? Das Erste war, dass meine Mutter mich auf dem Arm eine Treppe runtertrug und ich habe vor Angst geschrien. Das war nämlich früher so, dass die Kinder weggestellt wurden. Mein Vater war Rechtsanwalt, meine Mutter entsprechende Ehefrau, wie das früher war, die ja dann keinen besonderen Beruf hatten, sondern eben die Hausfrau waren. Und meine Mutter an sich eine liebe Frau, aber ich war nie an ihrem Körper. Das Schlafzimmer meiner Eltern war hermetisch abgeschlossen. Infolgedessen habe ich überhaupt keine. Ja, also keine Aufklärung in keiner Richtung bekommen. Und das hat dann später doch mich dazu gebracht, dass ich also sehr schüchtern war. Zumindest was die Mädchen betrifft. Und dann, als mein Großvater gestorben war, mein Großvater, das war, ich bin ja unter dem Namen Herzfeld geboren. Und das wurde, mein Vater hat es geschafft, dass er 1938 den Namen Herzfeld wegen des jüdischen Urgroßvaters. Er hatte im Ersten Weltkrieg, war er Oberleutnant von der Artillerie und hatte einen, ja, mit Schüler nannte man das nicht, aber einer der im Rekruten bei ihm war, das war ein gewisser Körner und dem hat er Reiten beigebracht. Also er nicht persönlich, sondern er war dann eben der Vorgesetzte. Und der hieß Körner und der wurde Staatssekretär bei Göring. Und als er zu dem hingegangen ist, sagte Körner, mein Name klingt so jüdisch, ich muss einen anderen Namen haben. Kann der mir das nicht mal organisieren? Er sagte, ja, wie wollen Sie denn heißen? Ja, ich habe da so eine Großmutter, die heißt Wüsthof. Ja, ist gut, mache ich. Und das war tatsächlich, durch diese Verbindung ist es tatsächlich durchgekommen, er war ja Vierteljude, mein Vater dann, nicht? Und ich bin Achte. Also das ist ja, damals war das ja wirklich lebensgefährlich, schon, nicht? Und jetzt habe ich dann in der Schule, habe ich gesagt, was soll ich denn sagen? Sag, du musst einfach sagen, weil der Name Herzfeld so jüdisch klingt. Das habe ich dann gesagt. Die haben natürlich gefragt, warum willst du denn? Ich war in Grunewald, im Grunewald-Gymnasium, ist jetzt ein bisschen später als Geburt, aber da waren wir eine sehr viel jüdische Schüler. Und die sind 34, da war ja an sich Grunewald eine sehr vornehme Gegend. Und deswegen waren viele jüdische Familien auch, also und die Kinder waren da in dem Grunewald-Gymnasium und die sind 34, dann war plötzlich in der Klasse sind so vier, fünf dann weg gewesen. Die sind ausgewandert. Und deswegen heiße ich eben jetzt Wüsthof, nicht jetzt, sondern seitdem mal. Nein, ich war also, als der Hitler gewählt wurde, 10 Jahre alt.